Willkommen zur Praxis für mehr Gesundheitsbewusstheit. Mein heutiges Thema ist mal wieder Ballengang bzw. Vorwurfsgang bzw. Barfußgehen. Bis gleich. Das Ballengehen, das Barfußgehen, das Vorfußgehen ist ein sehr interessantes Thema. Warum gibt es diese Unterschiede? Möchte ich nur mal kurz, oder warum wird Ballengang gesagt, warum wird Vorfußgang gesagt? Da möchte ich gerne mal nur so auf Begrifflichkeiten zurückkommen. Der Ballengang ist der Vorfußgang, jedoch haben wir auch einen Handballen. Also wenn wir auf den Händen laufen würden, könnten wir auch Ballen gehen. Und damit diese Verwechslung nicht stattfindet, beziehungsweise in fachlichen Kreisen, nicht auf das falsche Gehör stoßen oder stößt, deswegen wird da separiert. Dann heißt es nicht der Ballengang, sondern der Vorfußgang. Im Moment, ja, wir haben Wintermonat. Meine Füße sind dieses Jahr in Anspruch genommen worden, diesen Sommer, diesen Winter, wie ich das zuvor nicht kannte. Und ich laufe ja schon wirklich sehr, sehr lange barfuß. Und meine Barfußschuhe, die ich habe, die sind jetzt 2 Jahre alt. Die haben mir da sehr gute Dienste geleistet, nur leider sind sie mit der Zeit dann irgendwann mal kaputt gegangen. Auf der Suche nach neuen, nach besseren, bin ich dann auch zu YouTube-Seiten gekommen über das Barfußgehen. Und hörte da ständig, wie dort das Ballengehen zerrissen wurde. Am Anfang dachte ich mir, meine Güte, jetzt legst du dich wieder mit Hinz und Kunz an. Ich habe auch ein paar Beiträge geschrieben. Allerdings merkte ich, erstens haben die sowieso kein Interesse, weil die sind in ihrer Schiene und Scheuklappen und erlauben nichts links und nichts rechts. Auf der anderen Seite sind es zu viele Ballengänger, sprich Laien, die ein Ballengehen unterrichten, das überhaupt nicht gesund ist, das ein befremdliches Bild darstellt. Und das ist Zündstoff für die Barfußgilde, dass die sich jetzt über die Ballengänger schön drüber hermachen können und sagen können, was ihr macht, ist Mist, ist ungesund, ist überhaupt nicht in unseren Genen drin, dass wir so gehen sollen, bla bla, und hast nicht gewusst. Also dachte ich mir, mache ich mal dieses Video noch einmal zur Verdeutlichung. Ich habe es ja schon in meinen vorherigen Videos immer angesprochen. Jetzt möchte ich mal extra genau darauf eingehen. Was ist der Unterschied zwischen Barfußgehen, Ballengehen und Vorfußgehen? Barfußgehen heißt, ich ziehe meine Schlappen aus, meine Schuhe aus, meine Socken aus und laufe barfuß. Da muss man nichts groß lernen, man muss es nur tun. Es ist genau das gleiche wie mit den Ballen und den Vorfußgängern. Am Anfang tut alles weh. Jedes kleinste Steinchen tanzen wir den schönsten Tanz. Und mit den Monaten, mit den Jahren bildet sich immer mehr Lederhaut unter den Füßen. Die Füße werden unsensibler und man kann unter Umständen dann später, so wie ich es zum Beispiel auch mache, über Schiefersplitt laufen, der ja zum Teil sehr scharfkantig und spitz sein kann. Und dann laufe ich ganz normal drüber, so wie jeder andere über den Asphalt läuft. Gut. Der Ballengänger
Und da gibt es jetzt zwei Varianten. Der setzt den Kleinzieher auf, rollt dann zur Großzieher hin und senkt die Ferse auf den Boden, setzt sie ab und geht dann seinen Schritt weiter. Das Prinzip des normalen Barfußgehers ist ja, er setzt die Ferse auf, sie schlappt runter und er kippt sich über das Sprunggelenk in den Gang hinein. Er muss ja von dieser Position in diese Position kommen und hier ist der Fuß auf dem Boden, da muss er drüber, über diese Hürde. Der Ballengänger macht im Prinzip das Gleiche. Er setzt den Vorfuß nur zuerst auf und nicht die Ferse. Setzt den Vorfuß aus, sieht ein bisschen gestetzelt aus, so wie ein Flamingo oder ein Storch. Und setzt die Ferse auf und der Rest der Bewegung ist der gleiche wie beim Barfußgänger. Der Vorfußgeher setzt den Fuß unter dem Körper auf. Er kann ihn auch kurz vorher so ein bisschen, jedoch Last kommt erst auf den Fuß, wenn der Fuß unter dem Körper ist. Somit muss er nicht mit Kraftaufwand diesen Nullpunkt überwinden, wo er dann in den Schritt fällt, sondern er fällt sofort in den Schritt hinein. Dieses Gehen ist ein sehr kräfteschonendes Gehen. Es schont die Gelenke, weil wir haben am Anfang nicht dieses Fersenaufstoßen, wie bei den Barfußgehern. Und was ganz wichtig ist, das wichtigste Argument zwischen Barfuß- und Ballengeher zum Vorfußgeher, zum echten Vorfußgeher, ist, der Vorfußgeher bleibt auf dem Vorfuß. Er geht nicht in die Ferse zurück. In unserem Körper ist ein Reflex, der nennt sich Extensionsreflex. Der ist mir ganz am Anfang, wo ich das Gehen gelernt habe, aufgefallen. Da stand ich mit zwei Tüten nach dem Einkauf ganz schwer, wollte über die Straße gehen und habe dann ab und zu mal das Gewicht auf die Ferse verlagert und dann wieder auf den Vorfuß verlagert. Und da fiel mir auf, dass meine Kniegelenke entlastet waren, wenn ich auf dem Vorfuß war. Und wenn ich zurückging, dann ging das ganze Gewicht, Körpergewicht plus Einkauf, der schwer war, auf meine Kniegelenke drauf. Somit hatte ich einen ungeheuren Pressdruck auf meinen Knien. Ich habe meinen Kumpel Dr. Peter Greb angerufen, der ja eigentlich, was das Godo angeht, eine Koryphäre ist. Und habe ihm das erzählt. Zu dem Zeitpunkt stand ich noch sehr viel mit ihm im Austausch. Und dann hat er mir von dem Extensionsreflex erzählt. Dann habe ich darin weiter experimentiert, nachgeschaut und musste feststellen, wow, da passiert verdammt viel, wenn ich im Vorfuß gehe und wenn ich die Last auf die Ferse gebe, ist es vorbei. Heute wissen wir, dass wenn wir auf der Ferse sind, dieser Extensionsreflex ausgeschaltet ist. Der Körper sackt in sich zusammen und wir stehen auf dem Knochenskelett. Jedoch gehen wir in den Vorfuß, springt der Extensionsreflex an und wir bewegen uns im Muskelskelett. Der Unterschied ist sehr leicht nachzufühlen. Das habe ich schon in anderen Videos beschrieben, werde ich auch verlinken, dass ihr das sehen könnt. Und ja, man muss sich einfach die Gesamtheit dann anschauen. Was passiert, wenn ich in der Muskelbewegung bin und nicht im Knochenskelett? Ich habe jetzt zum Beispiel einen Beitrag auch gehört, das ist so gelenkschädigend, auf Teufel komm raus. Hallo, derjenige ist bestimmt kerngesund. Ich habe ein demoliertes Sprunggelenk, seit 93 einen blöden Verkehrsunfall, 93 linke Sprunggelenk kaputt. Ich gehe wie verrückt mit dem Fuß und merke fast gar nichts. Ich habe in beiden Knien Endstadium Arthrose 2000 diagnostiziert bekommen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann richtig auf dem Vorfuß gelernt habe zu gehen, hatte ich noch zeitweise Probleme mit den Knien. Jetzt
habe ich nur noch Probleme, wenn ich den Übergang zum Winter oder den Übergang zum Frühjahr verpasse und meine Sprunggelenke nicht mit Durchlauferwärmern, sprich, wie heißen die Dinger nochmal, Stulpen, erwärme, damit das kalte Blut nicht nach oben schießt. Und wenn das kalte Blut dann in die Kniegelenke kommt, dann kann es passieren, dass ich 2 Wochen dickes Knie habe. Das ist die einzige Reaktion, die dann halt auf die Kälte kommt. Ansonsten habe ich gelenkmäßig überhaupt keine Probleme. Keine Rückenprobleme, keine Hüftprobleme, keine Kniegelenkprobleme und keine Sprunggelenkprobleme. Also wer da behauptet, das würde auf die Gelenke gehen, der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, der hat diese Art des Gehens noch nicht kennengelernt. Und ich wünsche mir, dass diese ganzen, die sich jetzt dem Barfußgehen verschrien haben, jedoch auch den Ballengängern, wünsche ich mal, meine Videos anzugucken, sich mit mir in Kontakt zu setzen. Und die Barfußgeher, die ich jetzt in meinen Kommentaren auch habe, die sollen sich auch nochmal mit mir in Verbindung setzen. Wir können uns gerne treffen. Ich zeige dir, wie es geht mit dem Vorfußgehen. Und du wirst staunen. Natürlich ist es so, dass jede Art, die wir neu machen, erst einmal Probleme bereitet. Erstens fehlt es an der Motorik. Zweitens fehlt es an der Muskulatur. Dann fehlt es an unserem Kopf, nämlich die Aufmerksamkeit. Wie oft kommen wir da raus? Nehme nur als Beispiel, du bist ein Rechtshänder und ich sage dir, ab jetzt machst du mal den ganzen Tag alles mit links. Du wirst dich ständig erwischen, dass du wieder mit der rechten Hand zufasst, weil es Gewohnheit ist. Deswegen ist es normal, dass es für einen Ballen- oder Fersengeher ein ungewohntes Gangbild ist, wenn ich etwas anderes ausprobiere. Das ist eine ganz normale Sache. Dann zu sagen, das wäre unnormal, hallo. Also irgendwo ist es mangelt einfach an den richtigen Argumenten. Und wenn die Argumente dann ausgehen, dann fängt man mit so einem Blödsinn an. Man sollte auf der medizinischen, anatomischen Grundlage bleiben. Und solange man sich auf dieser bewegt, dann kann man jedes Gangbild analysieren und stellt fest. Ich habe ein Video gesehen, da hieß es, ja, die Babys, ich sage auch, Kinder lernen auf dem Vorfuß gehen, und ich erlebe immer wieder Eltern, die sagen, ja, meine Kinder haben lange auf dem Vorfuß sich bewegt und irgendwann mal was weg. Und ich sage, ich habe Menschen beobachtet, Tage, Wochen, Monate lang. Und ich habe festgestellt, dass Jugendliche noch verstärkt auf dem Vorfuß sind. Auch wenn sie die Ferse aufsetzen, messt mal die Zeit, wie lange der Fuß glatt auf dem Boden bleibt. Ihr werdet feststellen, dass in dem Moment, wo der Nullpunkt überschritten ist, also Nullpunkt ist für mich jetzt, wo der Körper ganz gerade ist, in dem Moment, wo er nach vorne kippt, wie lange da noch die Ferse auf dem Boden ist. Bei Kindern und Jugendlichen meistens gar nicht mehr. Die gehen sofort hoch, der Fuß setzt auf, zack, geht die Ferse wieder hoch. Während die älteren Menschen, die ich ja auch beobachtet habe, dann bleibt, bis fast der gesamte Schritt zu Ende ist, vollendet ist, bleibt die Ferse auf dem Boden. Und im letzten Moment hebt die sich erst ab. Das sollte man mal machen. Nicht einfach nur Behauptungen aufstellen, sondern auch mal Ganganalysen machen. Auch mal genau beobachten, wie lange welcher Schritt ausgeführt wird. Und ich habe auch sehr gerne ganz, ganz alte Filme angeguckt und habe mich erfreut, wie diese Menschen, diese ja, Erwachsenen, die dort in den Filmen auftraten, dass die genauso gegangen sind wie die Jugendlichen noch. Das heißt also, in dem Moment, wo der Nullpunkt erreicht war, ging auch schon die Ferse wieder hoch. Also so ungewöhnlich ist das nicht, dass wir verstärkt auf dem Vorfuß sind. Auch wenn wir alte Völker beobachten. Peter Greb hat ja auch Afrikanerstämme beobachtet und stellte fest, dass es da auch Afrikanerstämme gibt, die laufen tatsächlich nur auf dem Vorfuß. Ja, wenn jetzt ein Wissenschaftler gerade mal einen Stamm erwischt, wo die normal gehen, für euch normal, sprich Fersen gehen, normales Barfuß gehen, ja,
dann ist das so. Aber es gibt auch Stämme, die gehen anders. Und es gibt Stämme, die tanzen leidenschaftlich auf dem Vorfuß und sind sehr lange in Deutschland oder Europa, so wie es eine Afrika-Tanzgruppe gemacht hat, die ist dann verstärkt über die Ferse gelaufen, als sie in Europa war. So kann es kommen. Also Zivilisation kann einen auch entfremden in der Gangart. So, jetzt mal das Ganze zusammengefasst. Also die Fersengänger, Barfußgeher, Ballengänger, die haben noch eine Menge zu lernen, was das ordentliche, gesunde Gehen angeht. Und die sollten sich mal wirklich mit der Thematik eingehend beschäftigen und nicht irgendwelchen Analysen und so weiter da verfolgen und nur weil es mir passt, annehmen und was mir nicht passt, ablehnen. Und dann werden sie feststellen, dass das Vorfußgehen mit der Methode, wie ich sie lehre, noch die beste Methode ist. Es bleibt einfach dabei. In diesem Sinne viel Spaß beim weiteren Ausprobieren, Vorfußgehen und bitte, wer Kommentare abgeben möchte, gerne. Nur ich lasse mich nicht auf unsinnige Diskussionen ein. Bis dann. Ciao, ciao.